Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Strick-Podcast. Da bin ich wieder, frisch aus meinem Urlaub zurück. Und ja, ich habe viel Gefärbtes für euch und ein paar gestrickte Sachen. Und die möchte ich euch heute mal wieder zeigen. Zuerst mal, ich war im Urlaub und zwar für 3 Nächte in Amsterdam. Davon erzähle ich euch. Und natürlich war ich da beim Steven einkaufen, ja, und dann war ich noch auf Wangerooge mit meinem Mann zusammen auf der schönen Nordseeinsel. Und ja, auch da sage ich euch ein bisschen was und hänge bestimmt in dem Video auch das ein oder andere Bild mit ein. Genau. Ja, anfangen möchte ich mit all den Wollen, die ich hier schon rum um mich aufgebaut habe. Und möchte euch zeigen, was ich so aktuell in den Shop legen werde im nächsten Shop-Update, das dann gleichzeitig mit dem Video online geht in etwa. Genau. Und beginnen tue ich mit diesen ungefärbten Garnen, die ich das letzte Mal schon hatte. Die habt ihr so gern gemocht und darum habe ich nochmal davon nachgekauft und für euch dann in den Shop. Und die zeige ich gerade nochmal. Und zwar war das einmal hier Angel Alpaca, das ist so ein richtig schönes, weiches, kuscheliges Garn. Ich gebe es mal so hin, vielleicht könnt ihr es gut sehen dann. Das ist das natürliche Lichtgrau, also ein ganz schönes, zartes Grau. Besteht aus 70% Natural Light Alpaca, also das ist so ein natürliches, lichtes Alpaca-Grau. 20% Seide und 10% Kaschmir, hat 400 Meter auf 100 Gramm. Und ja, das ist einfach richtig schön kuschelig. Da habe ich ja das letzte Mal euch das Tuch gezeigt, das Dotti-Tuch sozusagen. Das habe ich aus diesem Garn gestrickt. Und da habe ich jetzt wieder richtig viel in den Shop dann gelegt für euch. Dann hatte ich noch die Yak Sock das letzte Mal. Das ist das schöne graue, auch ungefärbt, sondern das rein pur graue Yak Sock. Ganz tolle Sockenqualität, gefällt mir richtig gut. Und das besteht aus 70% Superwash Merino, 20% Yak und 10% Nylon, 400 Meter auf 100 Gramm. Und das lässt sich einfach wirklich wunderbar mit allen möglichen Farben kombinieren. So, also wirklich ein sehr schönes Basisgrau. Nicht nur für Socken, auch für Pullover und Westen würde ich das nehmen. Es ist nämlich weich und ja, perfekt, eigentlich final zu alles, würde ich sagen. Und wenn man so ein schönes Grau mag, perfekt dafür. Dann hatte ich noch die Yak Wolke, das letzte Mal auch schon. Das war 42% Baby Alpaca, 13% Fein Merino mit 18,5 Mikron, 10% Yak und 35% Seide, hat 400 Meter auf 50 Gramm. Und das ist halt so ein richtig schöner Flausch. Auch ungefärbt, eben auch so ein richtig schönes Naturgrau. Ganz toll. Da zeige ich euch nachher. Ich stricke mit dem gerade ein Tuch als zweites Garn sozusagen. Das zeige ich euch nachher nochmal. Genau. Die Jackwolke ist das. Und dann hatte ich ja noch das Donegal. Das ist auch ungefärbt. Das mochtet ihr auch sehr gerne. Und das war eben aus 85% Superwash Merino und 15% Donegal Nap. 400 Meter auf 100 Gramm. Also auch ein Garn, mit dem man wirklich ja, alles Mögliche verwirklichen kann. Ganz tolles Garn. Ja. Und dann habe ich noch eins, das hatte ich das letzte Mal nicht. Noch ein ungefärbtes, das ist ein Tibet Yak aus 60% Superwash Merino, 20% Seide und 20% Yak. 366 Meter auf 100 Gramm, also ein klein wenig dicker. Und das ist auch so ein schönes natürliches Grau und so eine feine Perlung, also eine zweifach verzwirntes Garn ist es. Vielleicht könnt ihr das sehen. Ja. Und
hier mit der Yaksok, wenn man beide vergleicht, die sind ein bisschen unterschiedlich im Grau. Das Yaksok auf der Seite ist ein Hauch wärmer wie das hier, aber es ist eben das ungefärbte Garn. Das hier hat mehr Glanz, eben wegen der Seide. Ne? Das sieht dann das schön, dass Seide einfach einen Hauch mehr Glanz ins Gewebe oder ins, ja, so ganz sanft sieht man das. Also das sind die ungefärbten Schätze dieses Mal. Und ich habe wirklich einige reingelegt, also ich hoffe, dass jeder was bekommt, der was davon haben möchte. Und dann wurde ich schon öfter mal wieder gefragt, ob ich nicht mal wieder Sonnengrau färbe. Ich habe das letzte Mal auch schon gehabt, aber auch zu wenig. Ich habe Sonnengrau auf verschiedenen Qualitäten gefärbt. Und ja, mit was fange ich an? Zum Beispiel hier auf BFL Sock. Das ist das Sonnengrau. BFL Sock ist auch ein Sockengarn, aber auch eben Garn. Das ist kein, also ist ein Sockengarn, was man, mit dem man wirklich alles machen kann. Und das mag ich am liebsten. Weil dann habe ich einen Strang und bin immer frei, was ich draus tun kann. Also ich bin nicht gebunden dadurch und das mag ich. 75% Superwash Blue Face Last Wool und 25% Nylon. 425 Meter auf 100 Gramm. Hatte ich auch schon öfters die Garnqualität in meinem Shop. Und das ist eben Sonnengrau. Und die kann man natürlich jetzt toll zum Beispiel mit der Yaksok kombinieren, wenn man das möchte. Also das Sonnengrau lässt sich perfekt mit diesen Grautönen. Oder hier mit dem Flausch auch. Zum Beispiel mit der Jackwolke. Also Sonnengrau und Grau lässt sich perfekt kombinieren. Auch das Hellere zum Beispiel. Also da könnt ihr spielen. Und das Sonnengrau habe ich eben auch zum Beispiel auf Non-Superwash-Garn, auf die Sheila gefärbt. Das ist 100% Non-Superwash feine Merino-Wolle. Mit 20,5 Mikron, ja. Und das ist eine, auch so eine Zweifachverzwirnung und ist deswegen so ein bisschen perlig. Und das mag ich auch sehr gerne, das Garn. Da kommen die Farben immer so ein bisschen dumpfer raus, eben weil es Non-Superwash ist, aber trotzdem schön. Und auch die könnte man natürlich hier mit diesen Grau, mit diesen natürlich grauen Tönen zum Beispiel kombinieren, wenn man möchte. Ich habe aber auch Sonnengrau auf Suri Lace 1200 Meter gefärbt, für alle, die was Zartes, ein Tuch machen wollen oder so. Das ist ja 50% Suri, Baby Alpaka, 20% Seide und 30% extra fein Merino. Non-Superwash. Und auch da kann man natürlich schön kombinieren, wenn man möchte. Sieht immer Non-Superwash, nimmt die Farben einfach immer ein bisschen gedeckter auf als wie Superwash-Wolle. Auf Superwash leuchten die Farben mehr. Aber ich finde auch das schön, wenn es so ein bisschen smoothiger ist sozusagen. Und gefärbt habe ich Sonnengrau auch auf der Softsock Dick. Das ist die gleiche Qualität mit wie meine Softsock, wo ich gerne die Socksets draus mache. Nur eben in etwa doppelt so dick. Nämlich auf 225 Meter per 100 Gramm. Und das eignet sich halt wirklich. Also A kann man natürlich Socken draus machen, wenn man dicke Socken möchte. Aber natürlich auch wunderbar für Pullis und Westen, wo man eben ein bisschen dickeres Garn benutzen möchte. Da habe ich auch das Sonnengrau drauf gefärbt. Auch das könnte man natürlich kombinieren hier mit diesen anderen Graus. Da könnte man halt dann zum Beispiel das hier doppelt halten und dann hat man etwa dieselbe Garnstärke, wenn man das möchte. Genau. Und ein Sonnengrau habe ich noch und zwar die High Twist. Auf der High Twist kennt ihr ja von Atelier Citron, habe ich auch das Sonnengrau gefärbt. Genau, und das hat 400 Meter auf 100 Gramm, 80% Schurwolle. Extra fein und 20% Polyurid. Genau. Also ich habe wirklich auf vielen verschiedenen Qualitäten Sonnengrau gefärbt. Ich hoffe, jeden ist was dabei. Genau. Und habe eben wirklich viele schöne Grautöne im Shop, mit denen ihr das kombinieren könnt, wenn ihr wollt. Genau. Mal schnell einen Schluck Tee. Hier aus meiner neuen Tasse. Die habe ich mir auf Wangerow gekauft.
Und die war einfach perfekt, weil die Hühner, die finde ich ja hier zum Schießen genau meine Tasse. Und eine schöne Form hat sie auch noch, schön groß. Und jetzt trinke ich Schwarztee mit Milch. Genau. Ich habe wieder viele, viele Socksets gefärbt und fange einfach mal querbeet an. Zum Beispiel habe ich hier so einen schönen lila Ton mit einem schönen lebendigen Mini in so gelb und lila und so einem grünlichen. Das heißt Ella, heißt dieses Sockset. Und ja, wie alt ist denn? So, ich denke, da kann man was Schönes draus machen. Also ein 100 Gramm Strang plus 20 Gramm sind ja insgesamt 140 Gramm. Und da kann man auch, wenn man will, zwei Paar Socken draus machen für die allermeisten Größen. Genau. Kommt natürlich auf die Schaftlänge an, aber so für die allermeisten Größen bekommt man da zwei Paar Socken raus. Was habe ich noch? Und dann habe ich hier, weil jetzt ist ja Herbst und Kürbiszeit, also habe ich auch so einen richtig schönen orangenen Kürbis gefärbt sozusagen. Das ist die Eike und die Eike hat hier die Knalle dabei. Einmal so ein Rosé auch mit Orange mit drin und Sprenkeln und so weiter. Und so ein schönes Lila. Ich finde, das ist auch eine tolle Farbkomposition, wo man tolle, lustige und fröhliche Socken draus machen kann. Herbstlich, ja, heiter. Dann für die alle, die gern eher so in Naturtönen sich zu Hause fühlen, habe ich hier die Malina. Malina ist so ein schöner Braunton, also so viele verschiedene Brauntöne und Sprenkelchen und so weiter. So ein richtig schöner, ja, lebendig warmer Braunton. Und dazu gibt es auch zwei Minis, und zwar einmal so einen, der eben so Rosé-Töne und so ein warmes Kaffee, Milchkaffee-Braun oder so mit drin hat, der hier. Und noch hat einen rosanen, um damit spielen zu können. Genau, ich finde, das ist auch eine sehr hübsche, also mich spricht es an, ich mag diese Art von Kombination. Schöne Socken. In die Richtung geht auch ein bisschen die Aliva. Die Aliva hat hier diese Rosé-Bärentöne, so ganz warm. So ein Hauch Orange vielleicht manchmal mit dran noch, aber wirklich minimal. Und hat auch zwei schöne Minis dabei, und zwar so ein schöner brauner und ja, so ein roséfarbener. Und ich denke, auch da kann man dran Freude haben. Auch das ist eher so Naturtöne, würde ich sagen. So warme, schöne Naturtöne. Dann habe ich noch einen grauen, also gefärbten grauen. Da hat es dann so Sprenkel auch mit drin, also so lebendig grau gefärbt. Und der hat so ein richtig knallergelb und einen lebendigen Lila. Der Lilane, der hat ja so alles Mögliche, so ein bisschen so Orange mit drin und Bärentöne auch. Also richtig schönen, lebendigen Mini. Ein Knallergelb dazu und das mit dem Grau. Ich finde, da kann man auch tolle Kombinationen machen. Und dann hat meine Tochter, wie ich weg war, hatte sie auch Lust zu färben und sie hat auch ein Sockset gefärbt. Ich finde es immer interessant, jemand anders hat einfach andere Farbvorlieben und sie färbt anders. Andere Farben. Und zwar hat sie so ein ganz dunkles Braun gemacht, so ein richtig schönes, lebendiges, dunkles Braun. Und dazu gibt es die beiden hier, auch sehr herbstlich, finde ich, so ein richtig schönes Goldrot, würde ich schon fast sagen. Und dann hier der Mini in Gelb-Orange und angehauchten Pink. Und ich glaube, auch da kann man wirklich ein tolles Sockenpärchen draus gestalten. Oder natürlich alles andere. Genau. Zum Beispiel die Sock nehme ich auch, gerade wenn ich hier Babyhose stricke oder so, weil
Socken wasche ich ja auch und somit kann ich auch, wenn ich so ein Babyhöschen oder irgendwas stricke, kann ich sie auch waschen. Und eben die Softsock ist schön weich und trotzdem stabil und darum ist die perfekt auch für sowas geeignet. Und eben, ja, ich finde eben die Softsock, mit der kann man eigentlich so gut wie alle stricken. Tücher, Pullis, die ist nie verkehrt. Ich mag das gar nicht so richtig gern, weil mit dem einfach eigentlich alles geht. Genau, man kann es toll kombinieren mit Flausch zusammen oder es ist grenzenlos fast in der Nutzung. Dann habe ich noch ein paar High Twist von Atelier Citron, das High Twist gefärbt. Jetzt auch eher herbstliche Töne, weil wir haben ja jetzt mal eben Herbst. Und mit was fange ich denn da an? Hier zum Beispiel mit Dete. Ein schönes, lebendiges, herbstliches Farbfeuer sozusagen. Das ist die Dete. Die Kati, die ist so ähnlich, aber titsch anders. Halt. Ne, das ist die Dete. Da, das hier. Das Kaminfeuer ist so ähnlich, aber wärmer. Also hitziger. Aber eben auch ein schöner, wirklich sehr schöner Herbstton. Ich stricke gerade aus einer High Twist und hier diesem mit dieser Jackwolke kombiniert ein Tuch. Das zeige ich euch nachher noch. Und da würden sich die auf jeden Fall eignen von der Färbung her. Dann habe ich hier die Fanny. Die Fanny ist auch so eine schöne, lebendige, aber mehr gelb-orange, ein Hauch heller wie die anderen. Aber so ein richtig schönes, lebendiges Farbenspiel. Die Fanny auf High Twist. Und dann habe ich noch die Sophia. Die Sophia ist mehr in Rosé-braun. Tönen, also mehr dort unterwegs. Und eben aus dieser Sophia zum Beispiel, mit dem zusammen stricke ich ein Tuch. Genau. Und aber man könnte auch die Sophia zum Beispiel mit der Carina kombinieren. Die Carina ist einfarbig. Auch da könnte man zum Beispiel ein schönes Tuch oder ein Pullover, was auch immer, draus stricken. Genau. Die passt aber auch zum Beispiel zur Dete, finde ich. Genau. Und dann habe ich bei den High Twist auch noch den Goethe. Auch den hat die Franziska, also meine Tochter, gefärbt und auch benannt, Goethe. So ein richtig schönes, lebendiges Grün auf der High Twist. Und ich habe auch in Grün gefärbt, und zwar den Gunther. Der sieht so aus, der ist ein bisschen ja, lebendiger und hat so mehr Grün-Brauntöne. Aber auch hier ist so was ganz Frisches dabei, ist der Gunther. Das ist mehr so Grün-Braun und ist so richtig Grün-Grün, würde ich sagen. Auch die beiden könnte man sehr schön kombinieren miteinander. Genau. Aber auch zum Beispiel hier die Sophia könnte man mit dem Goethe kombinieren, weil die Sophia hat ja so ein bisschen Grün drin. Und dann würden auch die zwei schön ein schönes Pärchen ergeben. Genau. Also jede Menge High Twist. Ich finde auch, die High Twist ist jetzt eben für den Herbst immer super, weil sie so, die hat zwar auch 400 Meter, aber die flufft so ein bisschen auf. Das Gewebe wird so ein bisschen satter wie von anderen 400 Meter Garnen. Und darum finde ich die super für den Herbst. Und ja, ich habe damit auch schon alles Mögliche. Ich habe schon Pullover, eine Jacke schon und Socken kann man auch draus stricken. Also auch vielseitig. Aber es ist... Pufft mehr auf wie jetzt hier das Softsock. Softsock hat ja auch 425 Meter, ein Hauch dünner ist es, aber das bleibt, das pufft nicht so auf wie hier die High Twist von Atelier Citron. Genau.
Und dann habe ich noch ein bisschen BFL, Blue Face Lester, habe ich noch zwei. Und zwar einmal die Mona. Die Mona ist so ein richtig schönes Moonrot, würde ich sagen. Rot mit so einem schönen Braun dabei. Das ist die Mona, die ist auf der BFL Sock gefärbt. Das ist 75% Superwash Blueface Lester Wool und 25% Nylon. 425 Meter auf 100 Gramm hatte ich auch schon öfters, dieses Garn. Ein tolles Sockengarn auch, aber auch, ja, man kann fast alles draus machen. Und ich habe die Mona auch auf Suri Flausch gefärbt. Man könnte natürlich die beiden auch zusammenhalten, wenn man möchte. Für alles Mögliche. Sei es ein Flauschpullover, eine Flauschjacke, ein flauschiges Tuch. Ja. Und dann habe ich auch die Sophie auf BFL gefärbt. Auch das finde ich sehr schön. Und dann habe ich noch den Dante noch auf Angel Lace zum Beispiel. Da habe ich auch noch Garne Angel Lace im Shop. Also ja, ich glaube, ich lasse jetzt wieder gut sein mit Garnen zeigen. Es ist noch mehr im Shop, als ich euch gezeigt habe. Aber die Sachen kommen alle ganz frisch rein. Genau, da könnt ihr danach jagen gehen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, räume ich mal meine Wollen weg und mein gestricktes her und dann erzähle ich euch weiter was. Bis gleich! So, jetzt habe ich all die Wollen weggeräumt und meine Strickprojekte, an denen ich gerade arbeite, hier versammelt. Und jetzt erzähle ich euch so ein bisschen, woran ich gerade werke und ob etwas denn fertig geworden ist und so weiter. Ihr kennt das ja. Genau, also fertig geworden ist genau eine Sache. Nur eine. Und zwar war das hier dieses Top. Das war ja das letzte Mal schon fast fertig, wie ich es euch gezeigt habe. Das hier. Und ja, das habe ich dann relativ schnell nach dem letzten Video fertig gestrickt und auch einmal geblockt oder gedämpft. Und so sieht es jetzt aus. Ich hatte es bis jetzt noch nicht an, weil ich wollte es erst mal hier im Video zeigen. Und ja, vielleicht dann im nächsten Video oder so. Passen an sich tut sehr gut. Was probiert habe ich es. Bin damit sehr zufrieden. Es ist hier figurbetont bei mir. So wird es dann aussehen in etwa. Ja. Und bin gespannt, wie es dann tragen wird. Auf jeden Fall ein Teilchen fertig. Und auch jetzt im Herbst kann ich das gut tragen. Unter eine Strickjacke oder so. Ich denke, da lässt sich vielseitig dazu kombinieren. Genau. Zur Anleitung, wie gesagt, die war ist gratis, diese Anleitung in Ravelry zu finden. Sie war gut verständlich.
Also kann ich empfehlen. Und heißt eben Midsommar Grants Top mit Blattmuster. Ich zeige euch das auch nochmal. Und ja, in Ravelry findet ihr das bestimmt, wenn ihr wollt. Genau. Habe ich noch irgendwas fertig? Nee, ich habe sonst gar nichts fertig. Nee, ich überlege nochmal, aber mir fällt dazu einfach nichts ein. Ich habe nichts fertig. Nee. Was habe ich denn gemacht? Also ich habe das Top gestrickt und dann habe ich was angefangen für mein Enkelkind. Das zeige ich mal als nächstes. Und zwar, wie heißt denn das? Von Petit Knit, Selmas Overall heißt es. So sieht es aus. Und eben da das Baby meiner Tochter ja im Winter ganz klein sein wird, denke ich, kann sie sowas brauchen und ihr gefällt sowas auch. Und ja, ich bin soweit. Genau. Die Mütze sieht also richtig groß aus, aber das ist ja auch gedacht, dass man da noch mal was drunter ziehen kann, dass das so ein Strampler oben drüber ist sozusagen. Und ja, habe jetzt so die Ärmel abgeteilt. Ansonsten ist das hier ein Raglan. Man fängt mit der Kapuze an, man hat da so ein Viereck oben. So. Und dann nimmt man hier an der Seite Maschen auf, strickt die Kapuze und dann wird es zum Raglan. Und dann trennt man eben die Ärmelchen ab und dann stricke ich den Körper und dann Füße und so weiter. Genau. Ich stricke das mit der High Twist von Atelier Citron und zwar doppelt gehaltener Faden. Hier, das war noch eine Färbung, die ich noch im Shop hatte, so Reste sozusagen, und das reicht gerade für das Projekt. Das war Imke, glaube ich, wenn ich es noch richtig weiß, von der Färbung her. Das ist eben so ein schönes, zartes Lindgrün mit ein paar Sprenkelchen hat es auch drin. Das sieht es, glaube ich, hier im Gestrick ganz gut, wie die Färbung so ein bisschen ist. Und ja. Daraus mache ich diesen kleinen Strampler oder Overall, wie er heißt. Also ich zeige es nochmal, wie der aussehen wird. Der wächst so ein bisschen mit. Da kann man dann die Hände vorne und die Beinchen unten umklappen, sodass die schön eingepackt sind, die kleinen Fingerchen. Und ja, ist sonst recht großzügig geschnitten, sodass man eben da das über die Kleidung anziehen kann. Und ich stricke da ja, die zweitkleinste Größe. Genau. Und eben, ich stricke das mit der Halthöchst von Atelier Citron. Das ist ja sozusagen das Garn hier. Und hat 400 Meter auf 100 Gramm und ist ja aus 80% Schurwolle, Merino extra fein und 20% Polyamid. Also auch Garn, was ich für Socken benutze oder benutzen kann, und somit kann man das auch mal bei, ja, beim Wollwaschgang in der Waschmaschine waschen, und dann denke ich, ist das auch babytauglich. Vor allem ist die weich, sie ist kuschelig, also da kratzt gar nichts an diesem Garn, an dieser Wolle, und somit denke ich, das ist absolut babytauglich. Genau, und wird ja auch nicht für die Ewigkeit gemacht, so eine Babykleidung, sondern zum Verbrauchen. Genau. Und drum, da stricke ich dran, und ich könnte mir vorstellen, dass es das nächste Mal fertig ist. Die Knopflöcher werden hier gleich mit eingestrickt, hier vorne. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall habe ich das vor dem Urlaub angefangen, habe aber dann gedacht, ich brauche was für unterwegs, weil es ja eine lange Autofahrt nach Amsterdam ist zum Beispiel, und dann von Amsterdam nach Wangerooge ist nochmal eine längere Autofahrt. Und da möchte ich was stricken dabei und habe mir zu Hause überlegt, was denn. Und dann habe ich irgendwo in einem Instagram, also wenn ich es nochmal finde, bei wem ich das gesehen habe, schreibe ich es hier irgendwo rein, ansonsten nicht. Irgendwo im Instagram beim Durchscrollen habe ich ein Muster gesehen, und zwar aus zwei Garnen, eben hier aus einem Flausch, und da habe ich hier die Jackwolke benutzt. Und aus einem anderen Garn, und da habe ich hier die High Twist vierfach von Atelier Citron benutzt, die beiden Garne. Und das ist ein ja, Hebemaschenmuster, ein ganz schlichtes.
Genau. Und weil ich dachte, ich brauche eben ein einfaches Muster. Ihr kennt das, man möchte beim Autofahren was Schlichtes stricken, wo man keine Anleitung lesen muss und so weiter. Aber ich brauche trotzdem was Abwechslung hat. Und so habe ich mich von dem Muster, das ich gesehen habe, das zeige ich euch jetzt, was hier mein erster Impuls war. Also auf Instagram habe ich in etwa das hier gesehen. Ja, warte, mal gucken. So, das ist so ein Hebemaschenmuster mit den zwei Garnen. Also das Graue ist hier das Flauschgarn und die Rippen das Hightwistgarn. Das heißt, es wird immer zwei Reihen mit dem einen Garn und dann zwei Reihen mit dem anderen Garn gestrickt. Und die Wollkombination fand ich recht schön. Und da gibt es wohl auch eine neue Anleitung. Wie gesagt, wenn ich es finde, dann schreibe ich es da irgendwo rein. Da gibt es eine Anleitung zum Tuch. Ich glaube, das sieht im komplett nur mit diesem Muster so aus, wenn ich es richtig weiß. Ich habe mir immer gedacht, ich habe Lust, was Eigenes zu machen. Habe ich also nur von der Garnidee, sage ich mal, inspirieren lassen und von dem Muster und habe dann angefangen zu stricken, wie ich will. Und zwar hier, indem ich hier unten ein paar Maschen angeschlagen habe und dann hier auf dieser Seite in jeder zweiten Reihe eine Masche zugenommen habe, sodass ein Tuch entsteht, was ich von der Seite her stricke. Und dann habe ich das ein Weilchen gemacht und dann dachte ich, jetzt wäre es Zeit für eine Abwechslung und dann habe ich eine Variation gemacht und habe hier auch wiederum ein Hebemaschenmuster eingefügt. Ich versuche mal das zu zeigen. So, habe weiterhin auf dieser Seite zugenommen und habe dann einfach das Tuch so wachsen lassen. Und irgendwann war mir das dann auch zu fad. Und außerdem dachte ich mir, ich möchte die Tuchform beeinflussen, weil jetzt war es ja, sag ich mal, so volle Form. Und dann wollte ich, dass die Seite länger wird als die und die so einen stumpfen Spitz bildet sozusagen. Und darum habe ich angefangen, hier so mit German Short Rows, naja, ihr wisst, was ich meine, so Keile einzuarbeiten und dann wieder das Muster und so. Ne? Und so wird auf der Seite das Tuch länger. Und jetzt habe ich aktuell diese Form. Also ich habe hier begonnen, habe dann bei einer Breite von gut 100 Maschen aufgehört, in der Breite zuzunehmen, weil ich will es nicht so tief haben, das Tuch. Habe dann angefangen, hier die Keile einzuarbeiten, dass hier auf der Seite Länge entsteht. Und hier unten sozusagen ein gebrochener Spitz, wenn man so will. Und habe dann noch irgendwann hier so ein schlichtes Lochmuster eingefügt. Und dann spiele ich immer wieder mit den Mustern, die ich jetzt habe, und wechsle die ab, wie es mir ist, und lasse so ein Tuch entstehen. Und das war eben für die Reise super. Aktuell bin ich hier. Genau. Und eben, das wird das aktuelle oder ist das aktuelle Tuchprojekt, was ich extra für den Urlaub, für die Urlaubsfahrt angefangen habe. Und dann später kann ich das halt dann irgendwie so rumwursteln, wenn es mal fertig ist. Es ist ja noch nicht lang genug. Genau. Aber. So habt ihr mal einen kleinen Eindruck, was ich da gerade mache. Genau. Oder vielleicht eine Idee, falls ihr auf der Suche seid nach einem spielerischen Projekt sozusagen, wo ihr stricken könnt, wie ihr wollt. Also mit so schlichten Hebemaschenmustern und dann vielleicht noch zweifarbig und dann eben vielleicht auch gerade so eine Kombination aus zwei ganz verschiedenen Garnen, entsteht ein toller Effekt, finde ich. Und es wird so ein ganz leichtes, zartes Tuch, kuschelig und flauschig dabei. Und ja, genau. Soweit dazu. Also ich habe fleißig beim Autofahren gestrickt an diesem Tuch. Und
Was man auch machen kann, was ich auch gesehen habe, es gibt das Muster natürlich, wenn man den Flausch nicht mag, kann man das auch mit einem anderen Grauton zum Beispiel mischen. Dann flauscht es nicht so. Auch das wird sehr schön. Also auch da kann man tolle Effekte erzielen mit solchen Hebemaschenmustern. Genau. So viel dazu. Auf jeden Fall habe ich fleißig gestrickt auf der Fahrt nach Amsterdam. Amsterdam hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also es ist eine sehr tolle, interessante Stadt für mich. Ich war davor noch nie dort. Wir waren 3 Nächte und haben mitten in Amsterdam in so einem alten Haus, halt so einem typischen Haus übernachtet. So Bed and Breakfast war das. Und ja, das war toll. Mal gucken, ich schaue mal, ob ich hier auch irgendwo ein Bild einblende von dem Zimmer. Also das war so ein richtig schönes Eckzimmer und überall ringsum große Fenster. Das war toll. Also ein schöner Ausblick. Und zu Fuß waren wir schnell überall und somit auch, ich glaube, gute 20 Minuten mussten wir laufen in die Fußgängerzone und so konnte ich dann den Laden von Stephen West besuchen und das habe ich auch gemacht. Das war ein Ziel, das wollte ich einmal machen und ja, habe zu meinem Mann gesagt, mach irgendwas anderes. Der hat ein Buch dabei gehabt und hat sich irgendwo hingesetzt und hat dabei gelesen, weil ich gesagt, es wird wahrscheinlich dauern, bis ich alles gescannt habe sozusagen. Und ich war dann ich war länger wie eine Stunde da drin bestimmt. Ich habe nicht so genau auf die Uhr geguckt. Ja. Und dann haben wir gedacht, jetzt kaufe ich mir irgendwas Schönes. Färben kann ich das theoretisch auch, aber manchmal macht es einfach Spaß, von anderen Färbern auch mal was zu kaufen. Und ich bin dann bei Pro Yarns hängen geblieben, von witzigerweise, die kommen ja aus Deutschland. Aber ich fand die Färbungen toll und die hatten so ein schönes dickes Garn. Und da habe ich Soul Decay habe ich gekauft. Das ist 85% Schurwolle und 15% Nylon. Hat 220 Meter auf 100 Gramm Lauflänge. Genau. Und da fand ich, das ist einfach eine schöne herbstliche Färbung. Die hat mir richtig gut gefallen. Und habe mir da eine Kombination zusammengestellt, dass ich entweder ein großes Tuch draus machen kann oder einen schönen Pullover. Und habe somit mir 5 Stränge ausgesucht und hoffe, dass die reichen würden, falls es ein Pullover werden sollte. Und dazu habe ich kombiniert einmal so einen schönen Kürbiston, sage ich mal. Also 2 davon habe ich. Dann so einen Kürbiston, das finde ich schon richtig toll. Und dann nochmal, um es aufzupeppen, noch hier so ein schönes Aubergine, würde ich mal sagen. Und die Kombination von diesen tollen, teuren Strängen habe ich mir dort gekauft. Ja. Mal gucken, wann ich das anfange. Das ist immer das andere Thema. Es gibt immer so viele Ideen parallel und zu wenig Strickzeit, definitiv. Also das ist das Set, was ich mir dort ausgesucht habe. Und ja, alle, ich glaube, ihr wisst alle, dass es in Amsterdam die Wolle natürlich teurer ist wie bei uns. Und somit ist es schon eine kleine Anschaffung, die mich auch mich etwas schockt. Aber andererseits, ich werde ja nicht ständig dorthin fahren. Wer weiß, wann ich da mal wieder hinkomme und ob überhaupt, gell? Und dann habe ich dort mir noch ein Issaka-Garn gekauft. Das wollte ich auch mal ausprobieren. Und zwar Alpaka 2. Das ist nicht ganz so teuer. Da hat ein Strang 9 Euro gekostet. Ist ein 50 Gramm Strang. Und da habe ich mir auch eine Pullovermenge mitgenommen von diesem Issaka-Garn. Das ist so schön zweifach verzwirnt, wie es aussieht. Hat 50% Alpaka und 50% Wolle. Hat 250 Meter auf 50 Gramm. Und es fühlt sich schön kuschelig weich an. Halt Alpaka, gell? Ja. Ja, und ich wollte das Issaka Garn mal ausprobieren. Und da hatte ich die Gelegenheit. Und ich habe ja im Instagram geschrieben, dass ich da ein bisschen eskaliert bin. Also, ich zucke dann ja auch immer, wenn ich dann mich da nicht beherrschen kann. Aber ich habe mich nicht beherrscht und ich habe mir noch dort so eine Tasche gekauft. Ihr werdet die kennen vielleicht, oder viele von euch kennen die Art Tasche.
Die gab es eben dort auch bei dem Stephen Westenser Laden. So sieht das aus, das Label. Und die ist halt echt toll, weil da passen hier, habe ich hier zwei Knäule drin. Und hier passt das Strickprojekt rein. Dann hat es hier noch so Täschchen für Kleinkram, Schere und Co. Und hier in der Mitte hat es auch noch eine Tasche für alles mögliche, Nadeln oder was auch immer man haben möchte. Und ja, dann kann ich hier zumachen an das mit Reißverschluss. Und dann hat es eben, dann hat die Tasche diese Form. Dann ist es ja nach so ein Viereck, wenn ich es hier zumache. Ich möchte es bloß nicht ganz zumachen wegen der Wolle. Und hier ist ein Henkel. Ja, ein gutes Stück, ne? Ja. Ja, ich hadere immer mit mir selber und denke, ja, brauche ich ja eigentlich nicht. Ja, aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, ich müsste mich da mit irgendwas belohnen oder mir was gönnen. Und das habe ich dann halt gemacht und gucke jetzt das immer an und habe so ein bisschen schlechtes Gewissen dabei, aber ich freue mich auch, dass ich es habe. Ja, genau. Also, das ist die Ausbeute, dieses schöne Set von Prujans. Hier eine Pullovermenge von diesem Esaka-Garn und die Tasche. Ja, so sieht es aus, wenn man mich in den Laden loslässt. Es macht einfach Spaß, hier da in so einem Wollladen zu sein und die ganzen Wollen anzugucken. Ich glaube, ja. Da geht es uns ja allen gleich, ne? Die ganzen Farben und dann, also dann renne ich von einer Qualität zur nächsten und es würde einem ja richtig viel gefallen. Es ist dann wirklich schwer, sich zu entscheiden, was man da denn kaufen möchte. Und ja, aber ich habe mich ja entschieden und habe auch was gefunden und freue mich darüber. Genau. Stricke ich denn noch was aktuell? Ja, hier mein Streifen-Reste-Pullover. An dem habe ich ein bisschen gestrickt, aber ich bin noch nicht fertig. Ich habe, glaube ich, auch nicht viel gestrickt, vielleicht so viel seit dem letzten Video. Aber ja, er wächst langsam. Und eben jetzt kam ja der Urlaub und dieses Tuch dazwischen und ja, dieser Baby-Strampler. Und da war nicht mehr so viel Zeit. Ja, so ist es. Die Zeit ist endlich. Und im Urlaub hatte ich auch ein Buch dabei. Ich wollte auch mal wieder ordentlich lesen. Und ja, mit meinem Mann lange Spaziergänge machen und sowas. Und alles haben wir gemacht. Und das war sehr schön. Und nach Amsterdam, einen Tag haben wir Amsterdam so richtig die Stadt erkundet. Und am zweiten Tag haben wir uns ein Fahrrad gemietet und sind rausgeradelt. Und das war, kann ich richtig empfehlen, das war toll, weil, wisst ihr ja, Amsterdam ist eine Fahrradstadt, also alles ist wirklich wunderbar mit dem Fahrrad zu erkunden. Und dann haben wir uns eine Tour gewählt, da kann man sich mit einer App sozusagen leiten lassen. Und die ging an einer alten Mühle vorbei und an einem Käsladen war das so außerhalb auf dem Land so ein Ziel. Und dann sind wir da rausgeradelt und das war toll. Man ist richtig schnell gefühlt aus Amsterdam draußen gewesen und dann war es richtig schön heimelig, ländlich. Mir hat es dort gut gefallen. Da stehen einfach wahnsinnig viele Tiere noch auf der Weide. Wahrscheinlich, weil die nicht so große Weiden dort machen können wie bei uns, mit Dingen, weil das ja alles so Gräben hat zum Entwässern und sowas. Auf jeden Fall, ja, und dann einfach der weite Himmel, der da ist, so, so ein richtiges Himmelszelt. Bei uns ist ja oft, sieht man nur Teile vom Himmel, weil man ist entweder irgendwo im Wald oder in einer Nische oder in einer Schlucht oder dann vielleicht schon mal wieder auf dem Berg, wo man mehr Himmel sieht, aber ich mochte einfach diese schöne, umspannende Weite und diese lieblichen Häuser da. Und die Fahrradwege führen dann halt nicht wie bei uns hauptsächlich an der Straße entlang, sondern die Fahrradwege gehen halt über die Felder. Also das war wirklich schön. Also falls mal jemand in der Gegend ist und sich das überlegt, also für ein paar Stunden sich ein Fahrrad leihen, was auch nicht so teuer war, macht Spaß, dort rauszuradeln. Ja.
man hat nochmal einen anderen Eindruck eben als wie nur die Stadt. Genau, und dann am Tag darauf sind wir dann von Amsterdam nach Wangerooge gefahren. Wangerooge ist ja so für uns, von mir aus gesehen, sozusagen die rechteste, also die, da gibt es ja so eine Inselkette dort oben und es ist die ganz rechts, Wangerooge. Und zwar haben wir uns gedacht, wir wollen mal uns, es ist schon mal so, wir nehmen uns immer einen Urlaub vor und meistens machen wir eine Art Rundreise. Das heißt, wir sind immer unterwegs und immer ist was los. Und eigentlich braucht man hinterher schon manchmal Urlaub vom Urlaub, weil wir so viel unternommen haben. Und wir haben gesagt, eigentlich brauchen wir mal einen Ausgleich, wir brauchen mal einen langweiligen Urlaub, einen, wo die Möglichkeiten beschränkt sind. Und dann haben wir spontan, also eine gute Woche bevor wir losgefahren sind, uns noch überlegt, komm, wir schauen mal, ob es da ein Plätzchen noch für uns gibt auf dieser Insel. Und haben da uns spontan noch auch vergünstigt ein Zimmer gebucht und sind dorthin gefahren. Also ich fand es toll mit Wangerooge, bereist man ja erst mit einem Schiff. Erst fährt ein Schiff und dann noch ein Bähnchen vom Schiffanleger in das Städtchen sozusagen. Und die Anreise dauert 2 Stunden, also so langsam sozusagen für die letzten Meter. Das ist schon mal, man kann nicht schnell mal eben von der Insel wieder runter. So, das wird einem dann schon mal klar, sondern das ist dann alles schon mal ein bisschen langsamer. Ja, auf jeden Fall. Sind wir halt dann an der Insel angekommen, an dem Bahnhof und vom Bahnhof aus einmal quer hoch und das dauert, glaube ich, vielleicht 5 Minuten zu Fuß, dann hat man einmal die Insel in der Breite durchlaufen, in der Länge nicht, ne? Aber in der Breite und auf der anderen Seite vom Strand, da war unser Zimmer und das haben wir dann bezogen. Und dann haben wir natürlich die ersten Tage die Insel erkundet. Einmal zu Fuß und dann auch dort konnte man Fahrrad ausleihen. Was dort aber echte Drahtesel sind, also wirklich da fiel mir also permanent das Wort Drahtesel ein, sobald ich das Ding bestiegen habe, weil durch die salzige Luft sind die auch alle so ein bisschen rostig und ja, der Pflegegrad war jetzt nicht so hoch von diesen Fahrrädern, sage ich mal. Die waren alle ein bisschen schrammig und rostig und so ein Dreigang-Fahrrad war das. Was ja ausreicht auf der Ebene, da gibt es ja nur den Damm, wo man mal den Berg hochfahren muss, sonst gibt es ja nichts. Aber ja, aber das hat immer geschrappt und gequietscht und gescheppert beim Fahren. Also wirklich, Drahtesel hat es wirklich getroffen. Es war ein echter Drahtesel. Naja, aber auf dem Drahtesel haben wir die Insel umrundet. Ich glaube, man fährt so 1,5 Stunden mit dem Fahrrad ungefähr, dann hast du die ganze Insel einmal umfahren. Aber ja, hat Spaß gemacht. Und eben der lange Strand ist natürlich auch richtig schön. Die Strandkörbe dort. Und wir haben uns auch mal einen Strandkorb gemietet und haben uns da reingesetzt und gelesen oder gestrickt. Ja. Und wir hatten richtig Glück. Die ganze Woche war richtig schönes Wetter. Also wirklich, es gab 2 Tage, da war der Vormittag, der Himmel bedeckt, der Rest war immer eigentlich sonnig. Und man konnte raussitzen und es hatte um die 20 Grad. Also war richtig super. Und ja, eben die ersten 2-3 Tage waren wir natürlich wieder unterwegs und wir haben die Insel erkundet und so weiter. Aber eben dann kommt man irgendwann an den Punkt, man hat ja jetzt alles gesehen und von der Insel kommt man auch nicht runter. Also hatten wir dann den gewünschten Effekt, dass es eigentlich nichts mehr zu tun gibt und zu unternehmen gibt groß. Wir sind dann nochmal mit dem Fahrrad um die Insel gefahren natürlich, also auch ein 2. Mal. Und wir sind auch jeden Tag spazieren gegangen und nochmal am Strand rauf und runter und so weiter. Aber man kommt, glaube ich, ein bisschen mehr zur Ruhe vielleicht. Ja. Wir hatten auch einen Tag, da sind wir fast den ganzen Tag im Strandkorb gesessen und haben gelesen und gebadet und am Strand uns aufgehalten. Das war schön, ja. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir diesmal gar nicht unbedingt heim wollten. Sonst haben wir immer irgendwann genug und freuen uns, dass wir wieder heimkommen. Diesmal hätten wir es beide schon nochmal ausgehalten. Also wir haben noch nicht heimgemusst eigentlich, gefühlt. Aber ja, irgendwann ist es halt vorbei und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Ja. Genau. Aber ja, ich fand es eine schöne Insel. Es hat mir gut gefallen.
kann ich mir wieder mal vorstellen, dorthin zu fahren. Ich mag einfach den Weiten, die Weite und die Lichtreflektionen auf der Wasserfläche, wenn dann, gerade wenn Ebbe ist und sich das Licht so schön spiegelt und ja, einfach toll. Genau, so viel dazu. Ja, jetzt bin ich wieder da und habe gleich angefangen hier, noch vorm Urlaub habe ich gefärbt und jetzt während dem Urlaub hat meine Tochter ein bisschen für mich gestrengelt, die Stränge gebastelt und ja, jetzt dann habe ich es etikettiert und so weiter und jetzt nehme ich ein Video auf, dass die Maschine läuft. Genau. Ja, das wird es auch gewesen sein, dieses Jahr mit Urlaub. Aber dieses Jahr war eh ein bisschen viel. Weil im Frühling waren wir ja mal ein paar Tage, 4 Tage in Italien. Dann kam ja eben der Irlandaufenthalt dazu, wegen meiner Schwiegermutter. Der war ja nicht geplant, aber jetzt hier der kleine Herbsturlaub war schon geplant. Ja, aber jetzt ist es vorbei. Nächstes Jahr vielleicht, ich weiß es nicht. Weil wenn wir nicht da sind, brauchen wir ja immer wegen den Hühnern und wegen unserem Hund und wegen den Katzen jemand, der unser Haus hütet. Und das macht ja unsere Tochter. Die kommt dann und wohnt hier in der Zeit. Aber jetzt bekommt sie ja dann ihr Baby und wir wissen ja nicht, ob das dann klappt für sie. Und ob sie dann das vereinbaren kann, ob das funktioniert oder ob das Baby besonders viel Aufmerksamkeit braucht. Man weiß sowas ja nicht. Und somit kann man auch nichts planen und somit ist für nächstes Jahr auch nichts geplant, bleibt die Sonne daheim. Ja, wahrscheinlich. Oder es gibt doch irgendwas, wir gucken. Nächstes Jahr wird es zeigen. Vielleicht kommt man doch mal 2, 3, 4 Tage irgendwo hin. Naja, mal gucken. Ah, in Amsterdam habe ich noch was gekauft. Und zwar, was muss man in Amsterdam kaufen? Gibt es ein Lied drüber? Und zwar Tulpen. Tulpen aus Amsterdam, oder? Gibt es doch ein Lied. Ja, da gab es so einen Laden mit so einem kleinen Tulpenmuseum und ich habe mir da so 3 Tulpen ausgesucht. Da gab es immer so ein Zettelchen mit Beschreibung dazu. Und ja, und dann immer hier so ein schönes Päckchen. Und da sind jetzt die Tulpenzwiebeln drin und warten drauf, dass ich sie erst im Herbst einpflanze. Genau. Tulpen aus Amsterdam. So. Frisch importiert. Ansonsten habe ich keine großen Schätze erstanden. Ja, die Wolle war ja schon genug Schatz und die Tulpen und die ganzen Eindrücke, um die geht es ja eh hauptsächlich, die man hat, dass man mal einfach einen anderen Wind um der Nase hat, um die Nase rum, andere Luft schnuppert. Ich rieche immer gern, wie es woanders riecht. Am Meer riecht es natürlich nach Meer und Salz und Fisch und dann fällt mir auch wieder auf, wie es zu Hause riecht. Also mein Haus riecht tatsächlich nach Alpenholz. Also das fällt mir da immer besonders auf. Das fällt mir nicht auf, wenn ich immer zu Hause bin, aber in der ersten Nacht zu Hause rieche ich immer das alte Holz, die Eiche und so, die da überall drin ist. Also es riecht wie alte Eiche, sag ich mal. Das fällt mir dann besonders auf. Und oder auch hier, wir haben ja hier das Wurzacher-Ried auf der anderen Seite, also von dem Ried. Es hat ja auch einen ganz eigenen Geruch. Und dann rieche ich wieder, wie es bei mir daheim riecht. Also die eigene Landschaft. Ja. Finde ich immer interessant. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen. Garten. Die Tomaten, also dieses Jahr ist ein Graus. Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Dieses Jahr ist kein gutes Tomatenjahr, Punkt. Und ja, jetzt ist hier wieder Stau draußen. Jetzt war ich nicht zu Hause. Jetzt mache ich diese Woche hier mein Lelogarn viel. Da habe ich keine Zeit für den Garten. Aber ich sehe immer raus und sehe, was da zu tun wäre. Und ja, im Gewächshaus die Tomaten, die durch das, dass es ja so kalt war in der Woche, wo ich nicht da war, war es hier ganz kalt. Nee, also es sieht alles nicht gut aus. Da habe ich schon gar keine Lust. Am liebsten will ich gar nicht, ja, ich habe schon gar keine Lust. Aber ja gut. Räumen wir mal halt wieder weg und hoffen, nächstes Jahr wird ein besseres Tomatenjahr.
Also die am Haus, die Tomaten, die Pflanzen schauen recht gut aus. Aber die im Gewächshaus, die Kälte und dann das Feuchte da drin und dann, egal. Ein bisschen Tomatensauce habe ich schon eingekocht. Frische Tomaten haben wir jetzt auf jeden Fall. Also es ist nicht so, als hätten wir keine, aber es gibt bessere Jahre. Ja. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, ich habe noch nicht geguckt. Ich glaube, ich muss jetzt einen Äpfel ernten und aus was draus machen und die Birnen. Und, egal. Ein anderes Mal wieder erzähle ich vom Garten. Heute nicht. Heute habe ich die Nase voll. Heute stinkt er mir. Genau. Aber meinen Hühnern geht's gut. Die sind quiekfidel und das ist immer eine Freude. Genau. Und mein Hund natürlich auch, dem Olli, dem geht's auch gut und den Katzen auch. Ja. Alle munter. Alle gesund. Haus, Hund, Katze, Herrchen, Frauchen, alle fit und gesund und das ist das Beste. Genau. Okay, jetzt labere ich nicht mehr rum. Ich sülz, glaub, bloß noch vor mich hin. Drum beende ich hier das Video. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich wünsche euch wunderschöne Strickzeit und einfach auch ganz tolle Herbsttage. Bis zum nächsten Video. Alles Liebe. Tschüss.